Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne geeignet. Ach, guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend, ihr schaugespenstigen Akteure. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Erkenne den Blowjob. Meine Damen und Herren, jetzt geht's los. Heute habe ich mit verschiedenen Ehrengästen geplant, den Blowjob anhand der... Okay, der ist echt zu arg, Digga. Der ist zu arg. Zieh doch was durch! Du wolltest es doch droppen! Finger ins Arschloch tut dir gut, oder? Ganz genau. Mann. Meine Freunde, ich bin heute unterwegs mit keinen geringeren Gästen als Sascha und Mäuschen! Dankeschön! Ja, Mäuschen, wie geht's dir? Werden wir jetzt einen Blowjob geben? Vincent fängt gleich an. Ja, und ihr seht schon, drei Gäste für Erkenne den... Erstmal, servus Sascha. Hi. Alles gut bei dir? Bei dir. Alles Moika. Ja, also Leute, ihr seht schon, neben mir ist noch ein Platz frei. Hier fehlt kein geringerer als Tim Gabriel. Das heißt, wir müssen jetzt auf professionell die Zeit überbrücken. Aber glücklicherweise sind ja hier drei YouTuber im Haus. Wir könnten doch Kevin Wolter rufen. Das ist auch das auf den einen oder anderen Kanal. Ja, also Leute, heute haben wir eine neue Episode Erkenne den Song, nachdem du letztes Mal jämmerlich versagt hast. Ist heute für dich die Chance, das Ganze wieder auszugleichen und aufzuholen. Sascha, hast du heute in deinem Team als professionelle Unterstützung? Also ich kann dir überhaupt nicht helfen vorab. Ich weiß auch nicht, warum also ich da irgendwie... Ja, jetzt tut er wieder auf bescheiden. Ja, ich kenne gar keine Songs, die Stars, bla bla und okay, gleich. Ich kenne Gibby von Shirin. Leute, Tim ist endlich eingetroffen und ich bin übertrieben gespannt, was heute hier läuft, Junge! Wieso muss ich jedes Mal neben ihm sitzen? Ich wurde jetzt schon 4 Jahre lang, seitdem ich YouTube mit Nico mache, immer angespuckt. Jetzt musst du durch die 4 Jahre gehen. Erneut gehen Grüße raus an einen guten Kollegen von mir, Paddy Beats, Unternehmer, mehrere Rolex und Luxusvillen am Start. Er hat die Beats heute gemacht, schaut bei ihm vorbei und ja, lasst ihm auf jeden Fall die ein oder andere Analpenetration da. Wir beginnen mit dem ersten. Freunde, wir haben 10 Tracks heute. Oha. 10? Oha, Digga. Tschüss. Okay, Jungs, ich zerfetz euch hier. Mistgeburt. Ich will erklären mal kurz, was abgeht. Los geht's. Ich bin gegen Nico, also spiel ich mit Nico. Ruhe! Ah ja, okay. Du bist so ein Schmuck, Digga. Stony, schon! Ich hab... Jawoll! Was? Ich bin die Doni, hab ich gesagt. Er hat nur Doni gesagt. Oder, er hat nur Doni gesagt, ich hab Shindy Doni gesagt. Du hast nur Shindy gesagt? Nein, ich hab Shindy Doni gesagt. Hat er es gesagt? Ja. Okay, als Small, Digga, du hast gar nichts geleistet gerade. Bruder, ich leiste Beistand. Also sag mich, wieso ich in diesem Format stattfinde, weil ich kann absolut gar nichts dazu beitragen. Okay, wir machen weiter. Yeah. Kill oder Cocktail! Boah, halt die Fresse auf der Seite nach! Drake on top. Oh mein Gott, was ein Gott. Ja, guck, das ist genau das, was ich am Anfang meinte. Ah, nee, ich kenn gar kein Lied, oder? Genau. What the fuck? In welchem Genre sind wir jetzt? Trophy Drake? Alter! Das gibt's doch nicht, Jungs! Ey, was soll das, Digga? Ey, wenn du noch einmal mit dem einschlagst, ich kündige dir die Partnerschaft. Oh mein Gott, ich weiß, welches es ist. A$AP Rocky, wie heißt das Lied nochmal, Digga? Digga, 50 Cent, We in the Club? Nee. Soulja Boy, Tracks. Soulja Boy, heißt nicht Soulja Boy. Ah ja, genau, Soulja Boy ist das. Was heißt die Scheiße? Super Rapping, you! Aber wie ich es am Anfang gesagt habe, A$AP Rocky. Ich feier den, der hat so eine gefakte Richard Mille und gibt damit an und behauptet, sie sei nicht fake, aber sie ist obviously fake. Let's go, aber das ist special. Gib ihm. Ja, das war so klar, dass Gib ihm drankommt, Alter. Das war Shirin, what the fuck? Seit wann macht die Mucke? Tim ist so ein gottswichtiger Opa. Yo, ich kann gar nichts zu irgendwas beitragen hier, Digga. Ich muss es richtig abliefern. Oh Gott. Dinger. Ah, Mann, wie heißt das? Du nicht nochmal, Digga. Tiger, du dummes Mann, wie heißt das Kacklied? Oh, Junge. Was ist das? Wer ist das? Denk doch jetzt einmal ab, Junge.
Hey Junge, mir ist es einfach nicht mehr eingefallen. Mir ist es einfach nicht mehr eingefallen. Sieger, ich hatte solche Yo-Only-Flashbacks, was ich gehört habe. Ich bin gerade so aggressiv auf mich selber, dass mir das gerade nicht eingefallen ist. Das fuckt mich gerade so ab. Okay, Jungs, ich zerfetz euch hier. Mistgeburt. Fuck, Junge. Hey, Skelle. Irgendwas von Lil Pump, keine Ahnung. Rocket. Butterfly Dose. Hallo. Was ist aber ist von Lil Pump. Man muss sagen, bei dem Lied, ich finde das Instrument nicht 100% getroffen. Deutschrap! Dodi! Aber das ist bestimmt was für Chili, oder? NWA! Das war zu viel, Bruder. Das war echt zu viel. Der Beat wurde reingekackt. Das ist echt eine bittere Runde heute. Noch ein Lied? Ja, nice, gleich vorbei. Komm. Digga, ich kenn das alles nicht! Na klar. Ist Deutschrap? Oder kann ich jetzt schon verstehen? We the Boys. Für nächste Vergewaltigungen abonniert ins Ohrschloch 21 mm. Du hast nichts gemacht. Trotzdem habe ich gewonnen. Und das ist das Entscheidende. Verpisst euch.